Hey ho und herzlich willkommen zurück, Leute, zu einer weiteren Folge von Song of Horror. Wir befinden uns hier mit Sophie immer noch in der Villa der Haschers und ich habe mich ja gewundert, warum ich diesen Ofen hier nicht aktivieren kann. Das ist ganz einfach. Ich hatte Streichhölzer, ich habe sie bloß nicht gesehen. Ich muss jetzt das Ding anzünden. Für was es übrigens da ist, weiß ich nicht. Es gibt aber nochmal eine zusätzliche Leuchtquelle. Aber es kann auch sein, dass das für einen späteren Zeitpunkt gedacht ist. Vielleicht muss man noch was verbrennen oder sowas. Ich weiß jetzt übrigens, wo die Grillzange ist. Und ich weiß noch ein paar mehr Sachen, weil ich nämlich immer wieder rumprobiert habe. Und das Gute ist, dass ich sowas grundsätzlich immer gleich nach der Folge mache. Wir müssen nämlich den Ring mit dem Klebstoff kombinieren und dann kriegen wir hier die untere Hälfte eines Schlüssels mit Klebstoff, die untere Hälfte eines abgebrochenen Schlüssels. Ich habe Klebstoff auf das abgebrochene Ende aufgetragen. Genau. Da muss ich nämlich zur ersten Etage. Wir müssen da eh hin, weil die Grillzange ist nämlich oben auf der Terrasse und von da aus müssen wir dann zu der Toilette. Und mal gucken, wie es weitergeht. Wir müssen, glaube ich, auch 4 oder 5 verschiedene Puppen sammeln. Weil da gibt es nämlich auch nochmal ein Rätsel. So, warte mal. Boah, jetzt brauche ich erstmal hier. Das. Genau. So, und genau hier draußen sehen wir die Grillzange. Eine Grillzange mit Holzgriff, ideal zum Grillen. Diese Zange eignet sich hervorragend, um Essen aus dem Ofen zu holen oder in der Toilette rumzupopeln. Das stand jetzt zwar nicht da, aber die brauchen wir wahrscheinlich dafür. Weil was anderes würde da halt keinen Sinn ergeben. Wir haben auch übrigens in der letzten Folge so ein Haiku gefunden. Davon gibt es anscheinend 3 Stück. Wir müssen also die anderen beiden dann auch noch... Fuck! Auch noch finden. Alter. Hör auf mit der Scheiße. Okay. Dann brauchen wir hier wahrscheinlich die Goldzange. Ich meine, wer geht bitte auf Toilette und spült die Exkremente nicht runter? Oh, schwarze Stoffpuppe. Eine schmutzige alte Stoffpuppe. Das arme Ding ist zusammengeflickt. Was für ein schreckliches, unangenehmes Teil. So sehe ich das auch. Und wie gesagt, man kann nächstes Mal spülen und eventuell nicht die Puppe dort vergessen. Das wäre sehr freundlich. So, jetzt gehe ich erstmal zu der anderen Seite, da ist, glaube ich, ein Arbeitszimmer oder das könnte auch eine Abstellkammer sein, so genau weiß ich es nicht. Da muss ich nämlich auch hin. Genau, hier hinten war der abgebrochene Schlüssel. Und eigentlich müsste... da vielleicht sogar was zu finden sein, weil wir müssen auch noch auf dem Dachboden, ne? Ich höre keine Geräusche. Jedes Mal, wenn sie so nah rangeht, könnte man meinen, sie will die Tür abfackeln, ne? Was haben wir denn hier? Haufenweise Papiere. Ich möchte sie lieber nicht durchgehen. Alles klar. Da haben wir übrigens den Metallhaken. Ein erweiterbarer Metallhaken. Solche Haken werden normalerweise verwendet, um weit entfernte Griffe zu erreichen. In dem Fall wahrscheinlich dann den Dachboden. Dritter Brief von Isaac Färber. Ein Brief für Hascher mit Poststempel vom 15. August 1998 gefunden bei ihm zu Hause. Lieber Sebastian, hier bricht alles zusammen. Ich weiß nicht, was mit meinem Telefon los ist, aber ich kann dich nicht erreichen, weshalb ich dir diesen Brief schreibe. Ich bete, dass es noch nicht zu spät ist. Sebastian, höre dir die Spieluhr nicht an. Ich wiederhole, höre dir diese Spieluhr nicht an. Etwas stimmt nicht mit dieser Melodie. Ich höre sie immer und immer wieder in meinen Kopf, wenn ich spazieren gehe, wenn ich lese, wenn ich esse oder schlafe, sogar in meinen Träumen. Und diese werden immer schlimmer und schlimmer. Ich habe das Gefühl, mich
dass mich etwas beobachtet, Sebastian. Zuerst kam es nur in meinen Träumen vor, aber in letzter Zeit fühle ich es auch, wenn ich wach bin, obwohl es mir immer schwerer fällt, den Unterschied zu erkennen. Hier ist etwas, eine seltsame Präsenz in den Gängen, hinter jeder Tür, der ich den Rücken zuwende. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Es tut mir so leid, mein Freund. Ich verfluche den Tag, an dem ich dir diese Spieluhr geschickt habe, Isaac Färber. Okay, dahinter ist nix. So, ich schätze mal, wir müssen jetzt zum Dachboden. Wir könnten wahrscheinlich sogar dieses Bild finden. Hallo? Genau, hierhin. Und das ist bestimmt dafür gedacht, ne? Der Metallhaken. Genau, also... Kann ich verstehen. Was haben wir denn hier? Gruselig. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. The Power of Words von Marie Roget. Hier steht ein Datum. 14. Juli 1798. The Reflection, eine Kopie. Aber ziemlich überzeugend. Das Original stammt aus dem Jahr 1745 von einem unbekannten Künstler. Aha. Ist hier sonst noch irgendwas? Wow. Ich frage mich auch, wer das ist. Ein altes Kinderbett. Wenn Danny und ich uns nicht geschieden hätten, vielleicht. Vielleicht wäre sie schwanger geworden. Okay. In the Darkness von François Keynes im Jahr 1922 gemalt. Als ich dieses Gemälde das erste Mal gesehen habe, hatte ich Albträume. Kann ich verstehen. Oh Gott, oh Gott, jetzt bin ich einfach irgendwo gegengekommen. Das ist anscheinend ein Haiku. Ein Teil von einem Sammlerstück, eine gelbe Mappe voller Papiere. Auf der Mappe scheint ein Haus zu liegen. Ach, ein Haiku zu liegen, meine ich. Ein verlorener Freund, was für ein Geschenk, wenn er das überhaupt noch ist. Woher soll ich das wissen? Okay, da ist ein Fenster. Ich glaube mal, da müssen wir auch noch rangehen. Können wir noch was anderes finden? Oder ist das alles? Hier kann ich nichts weiter anfassen. Eine alte Staffelei. Kann es sein, dass jemand aus dem Hascher-Haushalt gerne malt? Durchaus denkbar. Ich glaube, da draußen steht ein Gerüst. Ich kann es erreichen, wenn ich aus diesem Fenster klettere. Meine Güte. Hat sie nicht Höhenangst? Genau. Wir müssen ja noch eine andere Etage aufsuchen, glaube ich. Yo. Baumaterialien, alles in meinem Weg. Okay, dann wollen wir mal da lang. Hier steht das Gerüst auch im Weg, ne? Vor allen Dingen ist es schon ziemlich verrostet. Ein Teleskop! Es muss schön sein, von diesem Balkon aus den Sternenhimmel zu betrachten. Das schätze ich auch. Hello? Anybody there? Anscheinend nicht. Notizen und Andenken von einer Reise. Ich glaube aus den Flitterwochen.
Hier sind einige schöne exotische Dinge drin. Was steht denn da? Zerknittertes Blatt Papier. Ein zerknittertes Blatt Papier. Haschas Frau hat etwas drauf geschrieben. Bitte, komm zurück. Wir können das Haus nicht verlassen. Oh Gott. Der Tisch hat genau die richtige Größe, um sich darunter zu verstecken. Oh, und hier neben mir ist, glaube ich, eine Tür. Und was haben wir da? Eine Puppe. Eine blaue Stoffpuppe mit Hut. Ich glaube, jemand hat die Duschschraube nachträglich angenäht. Der Spiegel ist auf merkwürdige Weise beschlagen. Fast so, als wäre es mit Absicht. Okay. Familienalben, sowie eine Kiste voller Fotos unter dem Nachttisch. Kostbare Erinnerung eines ganzen Lebens. Ja. Wo ist die zweite Haiku-Mappe? Wir haben 1 und 3. Jetzt fehlt ja eigentlich nur noch Teil 2, ne? Oh, was haben wir denn hier? Der vierte Brief von Isaac Ferber. Der wurde am 26. August 1998 von Färber geschickt, okay. Sebastian, ich habe die Spieluhr wieder erhalten. Ich kann ihren Anblick nicht mehr ertragen, aber ich höre immer noch ihre Musik. Hat sich etwas geändert, seit du sie zurückgeschickt hast? Fühlst du dich besser? Falls ja, sollte ich vielleicht dasselbe tun oder nicht? Ich sollte versuchen, den vorigen Besitzer zu finden, falls das überhaupt möglich ist. Hast du irgendetwas herausgefunden? Bitte lass es mich wissen. Ich kann weder schlafen noch wach bleiben. Ich spüre eine Präsenz. Hier ist etwas bei mir. Jo, jetzt müssen wir erstmal. Doch die zweite Heiko mal befinden. Und ich bin mir halt ziemlich nicht so sicher, wo ich die finden soll. Ich klettere nicht auf dieses Gerüst. Ah, okay, wahrscheinlich ist deswegen die Tür da. Auch da ist ein Spiegel an der Seite, ne? Okay. Ich sollte jetzt in der Lage sein, diese Tür zu öffnen. Na denn? Was war denn das gerade? Oh mein Gott. Armer kleiner Vogel. Er ist direkt gestorben. Okay, wo finde ich jetzt die zweite Haiku-Mappe? Es gibt einen Raum, wo wir noch nicht drinne waren. Wo ich ja nicht reingehen konnte. Im Hauptzimmer war ich schon. Im Bad war ich auch. Ich weiß halt nicht, wo die letzte Haiku-Mappe ist. So, genau. Hier ist nämlich der Ort, wo ich die Puppen wahrscheinlich einfügen muss. Ich habe mir das übrigens aufgemalt, ja. Wir fangen mal mit der hässlichen Puppe an. So, die mit der Duschhaube. Kommt auf jeden Fall ins Bad. Die dahin. Und wahrscheinlich müsste das hinhauen, genau. Da kriegen wir nämlich einen Schlüssel. Ach du meine Güte, ein Schlüssel? Alter Schlüssel, ein schwerer Metallschlüssel. Er war im Puppenhaus versteckt. Wofür ist dieser Schlüssel? Er wirkt fehl am Platz, selbst für dieses Haus.
Warum geht ihr Puls schon wieder ab? Ja, aber wisst ihr, was ich mich jetzt frage? Ich frage mich jetzt, wo die zweite Haiku-Mappe ist. Denn ohne die kann ich bestimmtes Kapitel nicht abschließen, weil wir stehen kurz davor, das halt zu beenden. Was mache ich denn jetzt? Ich meine, was denn? Ich weiß nicht mal, was du schon wieder bemerkt hast, Sophie. Aber wo ist diese verschissene letzte Haiku-Mappe? What the fuck? The Exit. 28. September 1998. What? Diese Uhr stammt aus einer Zeit der Jahrhundertwende. Sehr schön, auch wenn die Uhrzeit nicht richtig eingestellt ist. Ja, ich hätte jetzt gedacht, man muss vielleicht die Uhrzeit richtig einstellen. Aber auch das haut nicht hin. Und ich komme hier anscheinend nicht mehr raus. Ja, aber wo soll ich denn jetzt das letzte Haiku finden? Oh mein Gott! Keine Ahnung. Ich bin sprachlos. Altes Blatt Papier, ein verblasstes Blatt Papier. Es ist auf mysteriöse Weise in der Hascha-Villa aufgetaucht. Hilf uns, rette uns, wir sind verloren, steht hier. Ja, aber wo soll ich denn das letzte Haiku finden? Ich habe jetzt Haiku 3 und Haiku 1 und noch den alten Schlüssel. Aber so ganz verstehen tue ich noch nicht, wo das Haiku, wo das zweite Haiku sein soll. Es ist von innen verriegelt. Ja, Leute, ich bin jetzt ein bisschen überfragt, wo das zweite Haiku sein könnte. Weil das fehlt noch. Ich schätze mal, das brauchen wir, um auch das erste Kapitel dann mit Sophie fast abzuschließen. Zumindest ist es meine Denkweise. Könnte auch komplett falsch sein. Aber wo würde man das... Würde man das verstecken? Oder wollte das verstecken? Ich glaube nicht, dass Bedienstete das hätten, oder? Verschwindet, Türschlösser. Ist bestimmt jetzt da. Aha. Jetzt habe ich hier eine Abkürzung geschaffen. Das ist gut. Das wusste ich auch nicht. Aber wie finde ich das letzte Haiku? Nur noch das brauche ich. Keine Ahnung. Sie erschreckt sich die ganze Zeit und ich habe keine Ahnung warum.
der Gedanke daran, da hinein zu lang zu müssen, ist so verlockend wie die Vorstellung, sich beide Beine zu brechen. Ist das wirklich notwendig? Nein. Das könnte auch eine komplette Falle sein. Die Frage ist jetzt nur, wo ich noch hin muss. Meine, eigentlich bleibt nur noch das letzte Halko übrig. Den Schlüssel dann zu verwenden, um zu Daniel zu gelangen. Mehr würde jetzt eigentlich meines Erachtens nach nicht übrig bleiben. Aber da ich keinen Plan habe, hat jemand gestanden. So, warte mal. Was haben wir denn? Also ich bin jetzt eigentlich in ein einziges Zimmer noch nicht gegangen. Das ist alles. Ansonsten waren wir eigentlich überall drin. Es bleibt nur noch das eine Zimmer hier oben übrig. Da würde ich einen Haiku verstecken. Da sind aber immer noch Geräusche. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Ja, hat mich überfragt. Ich weiß nicht, wo das letzte Haiku ist. Ja, wo würde man das verstecken? Ich habe wirklich keine Ahnung, meine Freunde. Ich war sonst hier überall. Ey, ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ich habe wirklich keinen Plan. Und im Keller ist eigentlich auch nichts mehr. Das Einzige, was ja übrig bleibt, ist dieses komische Ding da unten. In diesen Raum, wo ich nicht reingreifen will. Im Wohnzimmer. Vielleicht ist da noch irgendwo was im Wohnzimmer. Ich gehe noch mal ganz kurz nach unten gucken. Mehr kann ich jetzt gerade eh nicht machen. Weil das ist bestimmt das Buch, was er eigentlich schicken wollte. Schätze ich jetzt einfach mal. Aber wo würde man das hinpacken? Ist jetzt hier irgendwas anders? Nein. Ein Klavier. Als kleines Mädchen habe ich auf so einen gespielt. Ja, das ist schön. Aber könntest du mir vielleicht verraten, wo du das letzte Haiku verstecken würdest? Weil ich bin komplett planlos. Okay. Es könnte sein, dass hier irgendwo in dem Haus sich noch eine Person aufhält, die das Haiku vielleicht mit sich trägt. Weil ganz ehrlich, was anderes fällt mir halt überhaupt nicht ein. Ich kann jetzt nur überall nachschauen, was anderes kann ich nicht machen. Man, hier liegt was auf dem Tisch. Vielleicht ist es ein Haiku.
Oh, ich bin sprachlos. Zwei alte Blätter Papier. Zwei verblasste Blätter Papier. Sie sind auf mysteriöse Weise in der Haschervilla aufgetaucht. Hilf uns, rette uns, wir sind verloren, gefangen, seinen Verlangen unterworfen. Warte mal. Wir müssen auch... Fünf Puppen hatten wir. Ich muss jetzt bestimmt die Leute suchen. Okay. Vielleicht ist das nämlich das zweite Haiku. Im Endeffekt. Warte mal. Das Esszimmer. Da waren wir auch schon. In irgendeinem Bad müssen wir. In der Bibliothek. Müsste eigentlich einer sein. Genau, hier müsste eigentlich dann noch einer sein. Denn im Bad und im Dachboden oder auf dem Dachboden. Nee. Hä? Ist nichts mehr in der Schublade, ja, schön. Ich drück schon wie bekloppt da drauf. Boah, das knapp jetzt. Hier ist keine Leiche. Ich dachte, wir müssen die jetzt suchen. Okay, jetzt ist es weg. Ich glaube, eine Folge werde ich definitiv noch für das erste Kapitel brauchen. In der Bibliothek ist halt auch keiner. Muss ich jetzt wirklich durch das gesamte Haus latschen? Ich dachte, wir haben doch keine zweite Bibliothek, oder? Oder du musst die erst in einer bestimmten Reihenfolge finden. Das kann auch sein. Gehen wir erstmal... War das Bad hier unten? Oder war das... Ich glaube, das war oben. Wir haben hier oben ein Bad. Das heißt also, hier könnte eventuell... Die nächste Person sein. Wo waren das? War das jetzt hier? Genau, WC. Oder auch nicht. Oder bei den Haschers im Schlafzimmer. Ich meine, wir haben ja auch noch ein Bad. Ich gehe jetzt alle Bäder durch. Was anderes kann ich eh nicht machen. Wahrscheinlich musst du die wirklich in einer gewissen Reihenfolge finden. Ist auch keiner. Ja, dann bleibt ja nur noch Haschers Schlafzimmer übrig. Weil ansonsten haben wir ja kein weiteres Bad. Es gäbe nur noch eins unten. Aber da stand was von der Duschhaube, ne? Strange. Dachboden. Ich kann, wie gesagt, ich kann nur sein, dass ich das in einer gewissen Reihenfolge machen muss. So, gehen wir erstmal hier gucken. Weil das, glaube ich. Ja. Guck mal hier. Ich bin sprachlos. Drei alte Blätter Papier. Drei verblasste Blätter Papier. Sie sind auf mysteriöse Weise in der Haschervilla aufgetaucht. Was steht denn hier? Hilf uns, hier rauszukommen. Befreie uns.
Das wird bestimmt. So, jetzt muss ich auf dem Dachboden, glaube ich. Dachboden. Und dann nach ganz unten zum Keller. Dann haben wir alle. Nee, warte mal, Dachboden stimmt ja eigentlich gar nicht. Jetzt müsste ich, glaube ich, zur Bibliothek oder zum Keller. Ich gehe erstmal in den Keller. Und dann muss ich danach auch unbedingt ausmachen. Wenn ich jetzt den letzten Zettel halt nicht einsammeln sollte, dann wisst ihr zumindest schon mal Bescheid, dass wir das denn noch machen. What? Beruhig dich. Interessiert mich nicht. Hier ist niemand. Ey, das muss wahrscheinlich doch in einer gewissen Reihenfolge passieren. Deswegen ein bisschen doof. Ey, hier ist nichts. Ja, dann muss ich jetzt zur Bibliothek. Vielleicht gibt es auch nur vier Zettel. Wo gab es denn eine Couch? Es gibt nur eine in diesem Wohnzimmer, oder? Ey, die Leute zu suchen ist ein bisschen anstrengend. Keiner. Hier auch nicht. Ey, Leute, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Ich dachte jetzt, wir müssten genau dahin, wo wir die hingebracht haben. Ich meine, das ist eine Bibliothek. Aber warum ist hier niemand? Oh nein. Was zum Teufel geht denn hier ab? Ey, sorry Leute, ich bin echt verwirrt. Mann, es ist, das Schlimme ist, hier würde ich irgendwo einen Körper hinschmeißen, aber hier ist halt keiner. Oh Gott. Wo soll ich mich denn verstecken? Geh doch mal da durch! Es gibt nur einen Ort, wo ich mich verstecken kann. Oh, jetzt muss ich wieder am Pult. Oh Gott. Ja, jetzt muss ich ruhig bleiben, Leute. Anstrengend.
Alter, nee, ich muss ihn erstmal ausmachen. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung, wo ich jetzt als nächstes hin muss. Wenn es jemand wissen sollte, kann er es ja gerne in die Kommentare schreiben. Denn ich finde das letzte Blatt Papier anscheinend nicht. Oder das vorletzte. Ja, hat mich gefreut, dass ihr dabei geblieben seid. Vielleicht sehen wir uns bei der nächsten Folge. Bis denn und tüdelü!